Willkommen bei Seenluft 24 die Woche. Die schriftlichen Abiturprüfungen in Brandenburg starten am 20. April. Laut Bildungsministerin Britta Ernst habe sie den Schulen sowie Schülerinnen und Schüler die entsprechenden Regelungen bekannt gegeben. Unter anderem sollen die Prüflinge zeitlich gestaffelt in der Schule eintreffen. Wer wegen Krankheit oder einer psychischen Belastung nicht teilnehmen kann, muss sich vor der Prüfung schriftlich entschuldigen. In diesem Fall müssen die Schülerinnen und Schüler die Nachschreibetermine nutzen. Seit vergangenem Donnerstag läuft die Aktion Senftenberg hilft, des Kinder- und Jugendparlaments sowie Auszubildenden der Stadtverwaltung Senftenberg. Doch was treibt die jungen Leute an, eine solche Aktion ins Leben zu rufen? Wir jungen Leute wollen natürlich die Älteren unterstützen in dieser schweren Zeit und ich glaube, dass das einfach was Selbstverständliches für uns ist. Wir setzen uns hin, wir haben eine Hotline erstellt, bei der es darum geht, dass die Älteren uns eben erreichen können. Sie können uns eine Liste geben von alltäglichen Lebensmitteln, die sie halt benötigen. Und unsere Helfer werden dann diese Lebensmittel halt besorgen. Sie gehen in die Einkaufsläden rein und werden diese dann auch den älteren Personen halt nach Hause bringen. Bestellungen werden angenommen am Dienstag und am Donnerstag von 8 Uhr bis 16.30 Uhr und ausgeliefert wird dann an den Tagen darauf, also am Mittwoch und am Freitag. Zu den Kontaktbeschränkungen in Brandenburg hat das Land seinen Bußgeldkatalog veröffentlicht. Unter anderem werden für den Besuch eines öffentlich zugänglichen Spielplatzes Strafen zwischen 50 und 500 Euro fällig. Geahndet werden der Besuch und die Duldung durch den Betreiber des Spielplatzes. Den kompletten Bußgeldkatalog finden Sie auf unserer Internetseite unter Bußgeldkatalog. Die BASF Schwarzheide kündigt ab 1. April Kurzarbeit an. Der Produktionsstopp verschiedener Autohersteller habe zu Absatzanbrüchen geführt. Betroffen sind zunächst 213 der rund 2000 Mitarbeiter. Das Unternehmen will flexibel reagieren, um Dauer und Ausmaß der Kurzarbeit so gering wie möglich zu halten. Unterdessen beteiligt sich die BASF in Schwarzheide an der Aktion Helping Hands. Der Betrieb produziert Handdesinfektionsmittel und stellt es medizinischen Einrichtungen in der Region kostenlos zur Verfügung. Die zweite Sanierungsphase der Sofortmaßnahme auf dem Senftenberger See wird erfolgreich abgeschlossen. Das meldet die LMBV. Die Baggerpontons werden jetzt Stück für Stück an Land gebracht. Derzeit laufen noch Lotungs- und Vermessungsarbeiten zur Dokumentation der Arbeiten. Aus heutiger Sicht könne das Landesbergamt die Sperrmaßnahmen zum 31. März auf das notwendige Maß reduzieren. Die LMBV plane deshalb ab Mittwoch schrittweise die Sperrschilder entfernen zu lassen. Begonnen werde im Abschnitt vom Anleger Großkoschen bis zum Überleiter 12. Die Arbeitsagentur Cottbus meldet einen rasanten Anstieg von Kurzarbeit. Wie es heißt, lege der Coronavirus die Wirtschaft in Südbrandenburg lahm. Neu- und Wiedereinstellungen blieben vorerst aus. Im Moment gäbe es jedoch noch keine stabilen Daten. Statistisch ausgewertet wurde nur die erste Märzhälfte. Vor diesem Hintergrund meldet die Geschäftsstelle Senftenberg rund 3.200 Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote beträgt 8,1%. Familien mit kleinem Einkommen können einen sogenannten Notfall-Kinderzuschlag beantragen. In der Krisenzeit kommen sie damit einfacher an finanzielle Unterstützung. Anträge nimmt die Familienkasse auch online entgegen. Stimmen alle Voraussetzungen, zahlt die Kasse monatlich bis zu 185 Euro pro Kind. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite der Arbeitsagentur. Mithilfe des sogenannten Kids-Lotsen können Sie auch vorab prüfen, ob ein Anspruch besteht. Die öffentliche Abfallentsorgung im südlichen Teil des OSL-Kreises und im Landkreis Elbe-Elster ist nach aktuellem Stand weiterhin sichergestellt, schreibt der AEV Schwarze Elster auf seiner Homepage. Die im Abfallkalender 2020 veröffentlichten Entsorgungstermine würden weiterhin ohne Einschränkungen eingehalten. Dazu gehört auch die Abholung von Sperrmüll, Schrott und Elektroaltgeräten nach Anmeldung und Terminvergabe. Aufgrund der aktuellen Situation wurden jedoch die Touren des Schadstoffmobils bis voraussichtlich 19. April 2020 eingestellt. Auch die stationäre Annahme von Schadstoffen beim Entsorgungszentrum in Lauchhammer findet nicht mehr statt. Den Kundendienst des AEV erreichen Sie telefonisch unter 03574 und dann die 46770. In Großregen fällt der für das Wochenende geplante Frühjahrsputz der aktuellen Entwicklung zum Opfer. Das erfuhr Seenluft 24 am Donnerstag. Abgesagt wurden auch die Osterfeuer in allen Ortsteilen. Zuvor hatte die Stadt bereits ihre 650-Jahr-Feier um ein Jahr verschoben. Weiterhin mitmachen können die Großregener bei der Pflanzaktion zum Stadtjubiläum. Wer seinen Vorgarten oder den Balkonkasten schmücken möchte, sollte dazu Blumen in Rot, Weiß und Silber auswählen. Die neue Bühne Senftenberg verlängert ihre Schließzeit. Bis zum 30. April gibt es keinen Spielbetrieb. Die Theaterkasse ist ebenfalls geschlossen. Den Besucherservice der neuen Bühne erreichen Sie telefonisch und per E-Mail.
Das Corona-Bürgertelefon der Landesregierung weitet seine Servicezeiten aus. Ab sofort steht es montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr zur Verfügung. Die zentrale Rufnummer finden Sie auf unserer Homepage unter seenluft24.de. Zum Abschluss noch der Polizeibericht. Wegen seiner sehr unsicheren Fahrweise ist ein 89-Jähriger in Senftenberg aufgefallen. Polizeibeamte kontrollierten den Mann Donnerstagmittag in der Bahnhofstraße. Dabei kam heraus, dass dem Rentner die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war. Der völlig uneinsichtige Mann und seine Gattin mussten anschließend mit dem Taxi nach Hause fahren. Feuerwehrleute waren Freitagnacht zwischen Lauchhammer und Schwarzheide im Einsatz. Nahe einer Eisenbahnbrücke brannten 4 Autoreifen. Aufgrund der Spurenlage ist Brandstiftung wahrscheinlich. Die Kriminalpolizei ermittelt. Das waren die Meldungen und jetzt gibt es für Sie das Wochenendwetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Die kommenden Tage werden sonnig und warm. Am Samstag setzt sich nach und nach die Sonne durch. Sonntag erleben wir einen strahlend blauen Himmel bei Höchstwerten um 16 Grad. Die neue Woche beginnt mit fast sommerlichen 20 Grad und ebenfalls strahlendem Sonnenschein. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Energie.